Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe schon lange nichts mehr in meinem Junk Journal gemacht und ja, ich habe heute mal wieder richtig Lust drauf, da ein bisschen alte Sachen aufzubrauchen. Also für mich ist das Junk Journal ja hauptsächlich dafür gedacht, so alte Washi, alte Papierschnipsel und so mal zu verarbeiten, und ich klebe da auch immer gerne Sachen aus Happy Mails oder Bestellungen ein, die ich bekomme. Und ja, ich habe jetzt so eine Idee, die ich schon seit längerem habe und die ich jetzt gerne mal ausprobieren möchte. Und es soll auf alle Fälle ein bisschen grün und blumig werden. Deswegen habe ich hier ganz viel rausgesucht, vor allem so Uralt-Tapes, die auch teilweise schon total gelb verfärbt sind. Aber ich wollte jetzt mal einfach ein paar alte Sachen aufbrauchen. Also das hier zum Beispiel, das sieht auch total schlimm aus. Das hat auch so einen total gelben, verfärbten Rand. Ich hoffe aber trotzdem, wenn ich das erste so ein bisschen wegmache, dass dann vielleicht noch ein bisschen davon benutzt werden kann. Dann sind natürlich auch ein paar neuere Sachen am Start. Aber ja, wir fangen einfach an, weil ich will das natürlich auch irgendwann mal voll kriegen, sodass ich dann mein nächstes anfangen kann, dass ich ja schon hier habe von der Anne, die mir das geschenkt hat. Und jetzt brauchen wir, ich mache erstmal hier diese ganzen Deko-Sachen weg. Und ich bin gespannt, ob das, was ich mir zuvor gestellt habe, ob das funktioniert. Ja, hier habe ich übrigens eine Seite gemacht, da habe ich auch eine Bestellung, die ich gemacht habe, verbastelt. Einmal diesen Easterbrook-Füller und eine Schere, die ich mir bestellt hatte, und da habe ich dann einfach diese beiden Verpackungen eigentlich so verbastelt. Also das macht mir eigentlich schon immer Spaß, aber ich komme nicht immer so regelmäßig dazu. Deswegen habe ich hier drüben auch noch so einen ganzen Berg an Zettelchen liegen, die ich eigentlich noch irgendwie einkleben und verbasteln muss. Hier hängt irgendwie ein Faden weg. Keine Ahnung, wo der dazu gehört. Ah, hier, okay. Gut. Aber ein Flipthrough gibt es ein andermal. Wir fangen jetzt an. Und dazu brauche ich ein paar Seiten, wo noch nichts drauf ist. Und ich glaube, hier hinten, weil ich mache wirklich querbeet, also ich schlage einfach irgendwo eine Seite auf und fange an. Deswegen ist hier, ja, wie gesagt, ein bisschen durcheinander. Aber ich würde sagen, hier hinten ist noch nichts, deswegen passt das ganz gut. Und wir fangen jetzt mal an. Ich brauche auf alle Fälle die Schneidematte und mein Messer. Und ich muss mal kurz schauen, ob ich im Bild bin. Ja, das passt ganz gut. Dieses ganze Dekozeug kann ich ja erstmal noch ein bisschen auf die Seite räumen. Das braucht man jetzt noch nicht. Okay, also ich erzähle mal kurz, was mir vorschwebt. Ich habe irgendwo mal auf, ich weiß es nicht mehr, Pinterest oder Instagram ein Tunnelbook gesehen. Und das war im Endeffekt ein Buch, wo durch den Buchdeckel, also durch den Buchdeckel ein Loch ging, durch das ganze Buch hindurch. Und wenn man das so aufgeschlagen hat, hat man dann immer dieses Loch gesehen, das so durchs ganze Buch ging, und es war eben so dekoriert. Und da hatte ich die Idee, das auch mal zu machen. Jetzt wollte ich aber erstmal die abgespeckte Version probieren. Und zwar sozusagen in meinem Junk Journal, bevor ich ein komplettes Buch benutze. Das möchte ich auch machen, also wo es wirklich durch den Buchdeckel durchgeht. Aber ich möchte es jetzt erstmal hier machen, also hier probieren. Und ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ich schneide mir jetzt einfach mal hier quasi ein Loch in diese Seite. Und es muss ja am Anfang recht groß sein, damit es dann kleiner werden kann. Und ja, ich bin gespannt, wie das dann aussieht, ob es überhaupt was wird. Ich mache das jetzt erstmal hier hinten in diesem Buch, weil falls es dann nichts wird, ist es auch nicht so schlimm. Mal schauen, ob ich das so raustrennen kann, ob ich
tief genug geschnitten habe. Das Papier ist halt schon sehr alt und reißt sehr leicht. Aber es ist ja eigentlich auch nicht schlimm, wenn es ein bisschen zerrissen ist, weil es muss ja nicht so akkurat sein. Okay, und mein Messer schneidet irgendwie nicht so gut. Habe ich jetzt überhaupt auf Aufnahme gedrückt? Ja, okay, Kamera läuft. Ich hatte mir zuerst überlegt, dass ich das als Teil vom Schreibtisch-Vlog mache. Ich weiß aber nicht, ob dieses Video nicht recht lange wird. Deswegen, vielleicht mache ich da auch ein eigenes Video draus. Mal sehen. So, jetzt habe ich die erste Seite. Jetzt muss ich die nächste machen. Ich weiß nicht, ob ich dann gleich vielleicht auch zwei Seiten schneiden kann. Wenn ich jetzt mehrere Seiten zusammenklebe, brauche ich mal kurz einen Kleber. Ich probiere jetzt mal hier diese Seite zusammenzukleben. Und dann sozusagen, jetzt ist ja hier sowieso schon was rausgeschnitten, rausgetrennt. So, das wäre jetzt eigentlich, ja, egal, wir machen das jetzt mal so. Hier fehlen natürlich ganz viele Seiten, weil ich die ja am Anfang entkernen musste. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal so. Legen dann jetzt hier wieder die Matte rein. Und schneiden dann jetzt hier ein bisschen weiter drin. Die nächste Schicht aus. Ja, ist echt blöd, weil es dann so reißt. Ich weiß gar nicht, dieses Papier ist einfach schon so alt. Oder das Messer zu schlecht. Aber es kann ja auch ein bisschen gerissen sein. Also es muss ja wirklich nicht so... Ja, hier geht es gar nicht. Okay, wenn es zusammengeklebt ist, dann schneidet es gar nicht mehr. Auch eine Erkenntnis. Oder ich schneide es tatsächlich mit der Schere. Na, das sieht jetzt ziemlich... Also es sieht jetzt ziemlich zerfressen aus hier irgendwie. Okay, also dann haben wir jetzt schon mal hier. Vielleicht male ich es mir mit Bleistift und schneide es dann aus mit der Schere. Vielleicht ist es besser. So. Man kann dieses Papier tatsächlich sehr, sehr gut reißen.
Es ist halt einfach schon fast 100 Jahre alt, wenn man das überlegt. 100 Jahre altes Papier. Die haben da sicherlich auch andere, es ist nämlich auch so ganz weich, so andere Materialien vielleicht noch mit rein. So, aber ich glaube, es ist so eine ganz gute Möglichkeit, indem ich das dann einfach reiße, weil dann ist es nicht so kaputt irgendwie. Das gefällt mir doch, glaube ich, dann besser, wenn ich das vorher mit Bleistift anzeichne und dann einfach so ungefähr reiße. So. Dieses Bild hier habe ich mir überlegt, soll so ganz nach innen so also so. Ja, das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Ich könnte natürlich eine Seite noch machen. Was ich dann wirklich... Kommt das jetzt hierher? Und oder ich mache mit dem hier. Ich wollte dann nämlich gerne mit diesem Löwenzahn. Glaube ich, mache mit dem hier. Das passt, glaube ich, ganz gut, wenn ich hier den Anfang finde. So. Und ja,
So, jetzt möchte ich hier gerne ein paar Blumen stempeln. Also ein paar so Blüten. Und zwar mit diesen hier. Und einen Schmetterling. Obwohl der Schmetterling ist, glaube ich, ein bisschen zu groß fast. Wir machen erstmal die Blüten. Also wir fangen mal an. Ich habe jetzt noch ein bisschen was ausgeschnitten aus zwei alten Büchern, Flohmarktfunde, Sträucher und Pilze. Und die verteilen wir jetzt zusammen mit den gestempelten Blüten jetzt noch so ein bisschen hier. Ich dachte mir, dass wir vielleicht auf diese Seite hier so einen Pilz, wo ist er denn? Hier so einen Pilz herkleben. Der hier so raussieht, das finde ich vielleicht ganz nett. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht die nachfolgenden Seiten mit festklebt. Das ist jetzt so ein bisschen Fingerspitzengefühl. So, dann habe ich das hier ausgeschnitten. Die könnte man vielleicht, ach, die hätte ich vielleicht vor dem Pilz kleben müssen oder hier. Vielleicht machen wir den Pilz weg und kleben den Pilz eher hier mit her auf diese Seite. Ja, das finde ich fast besser. Und auf diese Seite dann das hier. So, dass man das Haus natürlich noch sehen kann. So. Okay. Dann muss auf diese Seite auf jeden Fall noch was. Da habe ich jetzt das hier noch gefunden. Das kleben wir dann vielleicht hier so mit her zu dem Pilz. Ja, das finde ich ganz gut. Dann haben wir ja hier nochmal einen Pilz. Vielleicht können wir den hier noch so mit herkleben. So. Schauen wir uns das mal an. Finde ich schon ganz gut. Ja, das ist mir jetzt fast zu viel. Da würde ich vielleicht noch mal, also jetzt mache ich mal ein paar von den Blüten auf jeden Fall. Hier oben vielleicht eine. Noch ein bisschen. So, da muss auf alle Fälle noch ein bisschen was Grünes hin. Da habe ich ja hier noch dieses Washi. Und dann möchte ich aber auf jeden Fall noch hier so eine Blüte.
hier habe ich jetzt noch so einen Flohmarktfund mit Tieren. Und da hätte ich jetzt gerne noch irgendwie eigentlich keinen Vogel, sondern der Fuchs ist ein bisschen groß. Hase. Eine kleine Maus vielleicht. Die sind auch ziemlich groß. Aber ja, die sind irgendwie alle zu groß, die Tiere. Aber vielleicht finde ich ja hier noch Ich habe jetzt hier noch so Gräser ausgeschnitten und einen Schmetterling. Ich glaube, den Schmetterling setze ich hier rüber so irgendwie. Aber erst kleben wir mal hier diese Gräser noch fest. Also diese Seiten hier werden natürlich noch dekoriert, aber ich denke mal, das mache ich dann off-cam, weil das wird sehr wahrscheinlich sehr zeitaufwendig und... Ja, deswegen denke ich, mache ich das so ohne Kamera. Ja, so schaut das Ganze nun aus. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir jetzt nicht im Nachhinein doch ein bisschen too much ist. Ich habe jetzt die einzelnen Seiten noch so ein bisschen dekoriert. Aber... Ja, im Großen und Ganzen ist es schon so geworden, wie ich es eigentlich wollte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Idee findet und wie es euch gefällt. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal zum Thema Herbst und Winter. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil das ist jetzt doch sehr sommerlich geworden. Also beim nächsten werde ich aber, glaube ich, doch ein bisschen weniger dekorieren. Ich finde, es ist fast ein bisschen zu viel geworden. Also ein bisschen mehr freie Fläche, glaube ich, wäre gar nicht schlecht gewesen. Aber es war der erste Versuch und ja, ich werde das vielleicht nochmal machen und dann mit ein bisschen weniger Deko. Vielleicht auf der ersten Seite dann gar nichts und dann nur wirklich um diese Öffnung drumherum. Aber gut, ja, das war's mit diesem Video. Ich denke, ich werde es nicht in den Schreibtisch-Vlog integrieren, sondern ein eigenes Video machen, weil es jetzt doch ziemlich lange war und ich deswegen auch einiges auf Timelapse geschalten habe, damit ihr nicht über eine Stunde beim Kleben zugucken müsst. Ich denke, das wird sonst zu langweilig. Deswegen gibt es auch ein paar Timelapse-Phasen mit ein bisschen Musik und dazwischen immer mal wieder ein paar Kommentare von mir. Ja, das war's mit diesem Video und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!